gebrochen im Ziel, wo man hin will. Wenn ein Kühe kommen her und sagt, na, mein Hund soll ein bisschen holen. Ja? Das ist ein, ich sage mal, eine blöde Aussage, was ist ein bisschen. Ja? Entweder soll er fallen oder soll er nicht fallen. Ja? Und dass wir da ein Ziel haben, wo wir hinarbeiten, ja, brauchen wir irgendwas, und das ist bei uns die sogenannte Begleithundeprüfung. Ob sie dann diese Prüfung macht oder nicht, ist wurscht. Ja? Aber wir arbeiten dort hin. Und zwar sollte euch ein Hund das kennen. Und alleine gehen, bei Fuß heißt, euch ein Hund geht nicht euch und seine Vorderfüße sind nie über eure Vorderfüße drüber. Ja? Das ist, wenn es ihr geht, der Hund bleibt links nicht mehr und der zieht nicht an der Leine, sagen wir so. Okay. Dann ohne Leine zu gehen, dass das funktioniert, dass wenn sie dann einmal keine Leine in der Hand habt, dass das genauso funktioniert. Ein Platz, ein Sitz, ein Steh, ein Bringen, ein Abrufen, also herrufen, was nachher ein Hürdensprung und ein Hürdensprung. Ja. Ja. Kommt alles. Schritt für Schritt. Am Anfang ist es ja so, dass wir den Hund einmal oder ein zeigen, wie man das macht, dass der Hund wirklich beantwortet. Ja? Und zwar das Fußgehen und vielleicht der Platz in der Sitz. Ja? Das sind einmal die einfachsten Übungen und das, was mein Hund einmal am Anfang wirklich beibringt. Ja? Wichtig wäre, dass er dann nicht irgendwem aufspringt oder euch aufspringt. Das ist dann auch noch eine wichtige Sache. Und die ganz wichtige Sache ist auch, dass der Hund auf Zuruf reagiert. Das ist das Auto offen. Das Wichtigste. Ja, was oder? Ich fahre am Fuß den Sitzlager dazu. Beifahrer, ja. Also das Wichtigste ist, dass der Hund auf Zuruf zu reagiert. Und egal, wenn euch ein Hund einmal davon gerannt ist, und ihr habt schon so gehabt und er kommt zu euch her, wo er immer noch davon ist. Dann wird er gestreichelt, er kriegt seine Belohnung, weil der Hund schafft sich das nächste Mal, bin ich deppert und rennt dort hinzu, weil dann muss ich den Arm. So, für jedes Kommando gibt es ein eigenes Sichtzeichen. Ja? Und zwar, dass der Hund an der linken Seite ist, er ist Fuß. Ja? Nicht Beifuß, nicht komm her, bleib bei mir oder sonst was, sondern Fuß. Und das Sichtzeichen wäre einmal so. Ja? Dann sollte der Hund wissen, er sollte da links herkommen. Ja? Wenn er dann daher ist, sollte er seine Zähne wieder eure Zähne überschreiten. Was ist das? Das schaffen wir nicht. Ja? Dann, dass ein Hund das macht, muss man motivieren. Ja? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann ihn mit der Stimme mit dem motivieren. Man kann ja mit Leckerli motivieren, man kann ja mit Spielzeug motivieren. Ja? Oder man kann ja dann mit der Leine motivieren, dass man mehr zahlt. Ja? Im Normalfall ist es ja so, man versucht es, dass der Hund das freiwillig macht, selbst von sich aus macht. Ja? Alles, was mit Zwang ist, geht natürlich schneller, aber ist nicht gut für den Hund. Ja? So, dass der Hund jetzt da auf der linken Seite reagiert, da gibt es ein paar Schmähs. Der hat den Hund an der Hand, der darf von Fremden was nehmen. Ja, dann noch was, wenn Sie da auf dem Hundeplatz seid, ja, erstens einmal sind wir da, erstens, oder immer per Du, ja, alle Grüße, oder mit dem Hund, dann aufpassen, wenn irgendwo ein Auto mit einem offenen Kofferraum da steht, aufpassen, großen Abstand halten, ja. Weil da sind Hunde drin, die sind angelehnt, man weiß nie, wie lang die Leine ist und der Hund draußen. Zweitens, wenn ihr kommt, bitte, ihr kommt 10 Minuten früher und ihr habt da ein Feldweg oder nicht, ja? Jetzt mal, wenn ihr daheim dann mit Wasser hört, da noch mit Wasser, ja? Da wird der Hund angelegt durch die Dinkelei von den anderen, dass er noch einmal seine Sache braucht, ja? Das einmal zu dem. Dann ganz wichtige Sachen, nie einen fremden Hund, was der Himmel der Frau oder der schaut ja hier an, ich rechne in die Tasche und gibt es eine Belohnung oder ein Leckerli. Immer zuerst den Besitzer fragen, ob er das überhaupt rechnet. Weil heutzutage ist es ja so, wie die Ofen, die präparierte Wurst ist im Weg waren. Und viele Leute trainieren einen Hund, dass er nichts aufnimmt. Ja? Und da war es kontraproduktiv, nicht? Er übt, dass er nichts nimmt und dann kommt einer her und gibt ihm die Zähne. Also bitte zuerst fragen, darf der Hund oder darf er was von mir nehmen? Wenn der dann sagt, ja, ist es okay. So,
Tricks ist zum Belohnen und zum Streichen und zum Siegzeichen geht. Ja? So, wie heißt der Hund? Smoky. 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 Hey. Speichern, ja.